Hallo, liebe Brutkasten-Community. Heute melde ich mich aus dem Hotel Das Triest in Wien, genauer gesagt aus den Konferenzräumen. Da ist heute das Healthcare Symposium der Pharmic Academy. Und bei mir ist der Robin Rumler, einerseits Geschäftsführer von Pfizer Austria und andererseits auch Präsident der Pharmic Academy. Vielen Dank fürs Interview. Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Perlacki. Herr Rumler, das Healthcare Symposium, worum geht es da eigentlich? Was ist das Ziel der ganzen Sache? Wir befinden uns heute bei einem unserer großen Highlights. Im Zentrum der Pharmic Academy steht einmal im Jahr das Healthcare Symposium, heuer unter dem Titel Pharma and Health 4.0. Es geht wirklich um die letzten Trends, um die neuesten Informationen rund um Behandlungen, rund um Entwicklungen, rund um Hightech, rund um Digital. Ja, und wir hören immer die neuen Dinge, aber wie gehen wir damit um? Wie weit sind wir wirklich? Wohin soll die Reise gehen? Und was können wir dazu beitragen? Genau darum geht es heute. Jetzt bin ich natürlich gespannt, ob Sie mir da jetzt einen Einblick geben können, was diese letzten Trends, diese neuesten Trends konkret sind, beziehungsweise ob Sie da vielleicht ein paar Beispiele bringen können. Man hört ja doch fast täglich News aus der Pharmabranche, dass es neue Behandlungsmöglichkeiten gibt. Ja, natürlich. Also vielleicht ein ganz klassisches Beispiel, während wir in der Vergangenheit den berühmten Trend zu One Fits All, also eine Medikation, alle nehmen dasselbe Kopfmittel oder alle werden nach demselben Schema, wenn es mal sein muss, mit der Chemotherapie behandelt. Die Zeit ist more or less um. Wir gehen heute in eine Richtung, wo wir sagen, wir versuchen dem individuellen Patienten die individuelle Therapie zu geben. Das heißt, die Medizin wird immer präziser. Wir sprechen von Precision Medicine und dementsprechend, wie gesagt, werden Therapien entwickelt, die exakt auf die Krankheit, auf den Patienten abgestimmt werden. Kleines Beispiel, Immuntherapie oder das, was wir immer wieder in den Medien ja auch hören und erleben und wo viel darüber geredet wird und was wird es bedeuten, das Thema Gentherapie. Dieses Beispiel nur noch in einem Satz. Wenn ich heute erkenne, an welcher Stelle in diesem berühmten Gen in der Zelle, also dort, wo das Erbgut verankert ist, wenn dort irgendein Teil fehlgeschalten ist und ich könnte das ausschalten, dann könnte ich mit einer einzigen, schlussendlich läuft das über eine Infusion, mit einer einzigen Infusion, wo diese Zelle repariert wird, diesen Patienten heilen. Genau in diese Richtung geht's und daran wird gearbeitet. Jetzt reden wir also da von Individualmedizin, einzelnen Personen und doch wird immer wieder ins Spiel gebracht das Thema Big Data für die Pharmabranche. Das heißt eigentlich eine Aggregation Daten von unglaublich vielen Personen. Wie ist da das Zusammenspiel? Wie kann man sich das vorstellen? Also wir konnten jetzt gerade lernen, ich bin gerade aus einer Session rausgegangen, in den letzten 2 Jahren sind 90% aller Daten auf der Welt generiert worden. Und wir können jetzt sagen, wir fürchten uns zu Tode oder wir können sagen, nein, wir nehmen diese Daten, entwickeln eine vernünftige Betrachtungsweise, halten natürlich ethische Richtlinien ein, aber verwenden diese Daten, um in der Medizin, um für uns selber weiterzukommen. Wenn ich im Augenblick die Daten, die über mich gesammelt werden, als klassisches Beispiel, ich betrete ein Krankenhaus, weil ich ein Leid habe und vom Reingehen bis zum Rausgehen werden alle Daten erfasst, vom Blutdruck messen bis zu meinem Labor, alles geht automatisch auf einen Datenträger. Der Arzt hat den Zugriff drauf, solche Sachen gehören natürlich weiterentwickelt. Und darüber hinaus, wenn ich sage, es gibt Millionen Röntgenbilder über die Lunge, warum sollen wir nicht diese Millionen Röntgenbilder irgendwo einspeichern? Und in weiterer Folge, wenn ein Arzt eine Diagnose sucht, wird er mit einem Algorithmus unterstützt, beziehungsweise mit einem Programm unterstützt, was er denn vielleicht für eine Diagnose treffen könnte oder woran er vielleicht auch denken sollte. Also Big Data auf vielen Ebenen. Jetzt komme ich nochmal auf das Symposium zurück. Ja. Es ist so, die Pharmabranche trifft sich hier, informiert sich über die neuesten Trends. Jetzt natürlich die Frage, einerseits haben ja die Pharmaunternehmen wirklich Forschung und Entwicklung in einem Ausmaß, wie das glaube ich sonst in keiner Branche der Fall ist, einfach von den Budgetvolumen, die dafür notwendig sind. Und andererseits gibt es ja auch eine Konkurrenz zwischen den Pharmaunternehmen. Wie funktioniert das, dass man die hier zusammenbringt, dass sich die hier gemeinsam informieren, dass die zusammenarbeiten? Ich glaube, das ist ein Punkt, der eigentlich auch aufzeigt, wie sehr die pharmazeutische Industrie, wie Sie richtig sagen, natürlich versucht, in individuellen Bereichen die Medizin und die Pharmazie weiterzubringen, aber auf der anderen Seite, wie sie selbstverständlich auch den Schulterschluss hat, zusammensitzt und sagt, wie können wir uns austauschen, was können wir voneinander lernen, ohne in
jetzt Competition Data zu auszutauschen, logischerweise. Aber das Thema, wie können wir moderne Therapie raschestmöglich auf den Markt bringen? Wie können wir unsere Innovationen vielleicht gemeinsam weiterentwickeln? Das sind einfach ganz wesentliche Schritte, die man setzen muss und die wir wirklich, das kann ich sagen, im Schulterschluss tun und die enorm wichtig sind, schlussendlich, damit Medizin, damit Wissenschaft, damit neue Technologien raschestmöglich hier in Österreich zur Verfügung stehen. Gut, Herr Rumler, dann danke ich vielmals für diese Einblicke hier. Gerne. Und wünsche Ihnen noch einen guten Tag und vor allem auch der Podcast-Community. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zusehen. Ich grüße euch. Dankeschön.